Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad hat sich in Washington für mehr Gerechtigkeit ausgesprochen. Die 25-jährige Jesidin sagte: Unsere Menschlichkeit muss die Basis unserer politischen und nationalen Interessen sein. Wir sollten zusammenarbeiten, um eine gerechtere Welt aufzubauen, die es allen Menschen erlaubt, in Würde zu leben. Zudem versprach die junge Frau, die selbst Opfer sexueller Gewalt durch den IS war: Ich verpflichte mich dazu, die Stimme derer zu sein, die keine Stimme haben, und für die einzustehen, die Gerechtigkeit fordern, vor allem für die Überlebenden von Gewalt, wo auch immer sie sein mögen. Nadia Murad, deren Mutter und 6 Geschwister vom IS getötet wurden, forderte die IS-Dschihadisten vor Gericht zu stellen und dass die Jesiden in ihre Heimat zurückkehren können.